Ich habe die große Freude, den zweiten Sieger auszuzeichnen. Uns hat überzeugt, wie er die wichtigen politischen Themen unserer Zeit angesprochen hat, dass er durchaus Biss zeigte, Position bezog, Unterhaltung, Mithaltung im besten Sinne. Und es mag auch so eine kleine List des Ganzen gewesen sein, vielleicht auch der Jury, dass der zweite Preis von jemandem belobigt wird, der es hinnehmen muss, dass Kirchtürme eher als schlaff bezeichnet werden, während die Minarette stolz dastehen. Aber das trage ich gerne, denn da ist ja auch was dran. Und dass er nun auch wirklich generationenfreundlich ist, haben wir auch sehr geschätzt. Er kennt ihn nicht mehr, aber Herbert Wehner, den ich noch gut kenne, der wurde so lebendig. Oder Stoiber und auch Marcel Reich-Ranicki im Himmel angesiedelt, in heftigen Gesprächen verwickelt, so wie Hans-Dieter Hüsch das sicher auch gesehen hätte und in seiner Sprache zum Ausdruck gebracht hat. Also herzlichen Glückwunsch an Christoph Thiemann.